Hey Zwergenfreundin, willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play-Folge Die Zwerge. Ja, letzte Woche mussten wir ja aus einer Stadt fliehen, die voller Orks, die überrannt wurde. Das hätten wir nicht geschafft und heute machen wir uns auf den Weg zu den ersten Am Abend nach eurer Flucht aus Mifordania erholt ihr euch an einem Lagerfeuer von den Namora und Furgas tauschen auf der anderen Seite des Feuers Zärtlichkeiten aus, während Rodario sich neben dir niederlässt. Ah, eine Reise mit echten Zwergen zur Festung der Ersten. Das kann ich bestimmt in mein neues Stück einbauen. Es liegt jetzt noch eine Tagesreise zwischen uns und den Orks. Was habt ihr nun vor? Wir sind weit genug von Mifordania entfernt. Vielleicht sollten sich unsere Wege morgen früh trennen. Sofort schießt Rodario hoch und fängt an, pompös zu gestikulieren. Ich glaube, ihr unterschätzt uns. Lasset mich uns erneut vorstellen. Ich bin der Unglaubliche. Wir haben keine Zeit, uns um eine Gruppe Gaukler zu kümmern. Rodario wirkt für einen Moment gekränkt, doch dann grinst er, wendet sich von der Gruppe ab und hebt seinen rechten Arm. Ein Flammenstrahl schießt aus seinem Ärmel hervor. Die Zwerge zucken zusammen und betrachten beeindruckt das Schauspiel, das nach wenigen Augenblicken wieder vorbei ist. Und was sagt ihr nun, Herr kritischer Zwerg? Du bist ein Magus. Die kann ich auch nicht sonderlich leiden. Im Kuriosum fällt Magie in meinen Aufgabenbereich. Unter seinem Arm ist ein Röhrchen mit einem Feuerstein und einem Beutel voll Bärlapsamen. Wenn man den Beutel drückt, sprüht der Feuerstein Funken und die Bärlapsamen schießen heraus. Schon hat man magisches Feuer. Meisterliche Arbeit, Furgas. Der Magister Technicus bedankt sich mit einem Kopfnicken. Wenn Sie alle solche Tricks auf Lager haben, sind Sie vielleicht gar keine Last, Tungdil. Wie sieht es bei euch mit Proviant aus? Wir haben nicht genug. Das, was wir haben, teilen wir gerne mit euch. Es ist allerdings nicht viel. Wir mussten das meiste zurücklassen. Nahrung wird auf unserer Reise ein Problem sein. Der Winter zieht sich gerade erst aus Vajon zurück und wegen der Ork-Angriffe werden die Menschen ihre Vorräte beisammen halten. Wir müssen sparsam sein und so viel Nahrung organisieren, wie wir können. Es wäre keine besonders heroische Geschichte, wenn wir auf dem Weg zu den Ersten verhungern. Ja, hat er recht. So, wir sollten uns die Nacht lang aufnehmen. Unsere Mission ist es, die legendäre Axt Feuerklinge zu schmieden und den Verräter Nord-On zu vernichten. Wenn ihr uns durch Hunger, Kälte und Gefahr begleiten wollt, tut das. Es ist eure Entscheidung. Wie könnten wir uns solch eine Geschichte entgehen lassen? Denkt nur, was für ein Stück wir daraus machen könnten. Wenn wir überleben. Ich wollte den Untergrund erst im Roten Gebirge verlassen. Stattdessen haben wir eine lange Reise und einen gefährlichen Aufstieg vor uns. Außer der alten Handelsstraße könnte es noch einen anderen Weg geben. Vor einigen Jahren erzählte mir ein alter Mann aus dem Norden von einem Ort namens Wackenstein. Dort soll es einen alten Pfad geben, älter als selbst die Tunnel der Zwerge. Legenden und Geschichten. Für meinen Geschmack müssen wir uns mit zu vielen Ungewissheiten herumschlagen. Schauen wir, was die nächsten Tage bringen. Naja, dann wandern wir mal weiter. So, dann wären wir hier lang. Ihr geht an einem unscheinbaren Wäldchen vorbei, als Namora plötzlich stehen bleibt. Wartet, wir sind nicht allein. Jemand beobachtet uns. Eine Falle? Oh, wer beobachtet uns? Wieder der Albe? Bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Abschaum! Stirb! Was soll das? Warum greifst du uns an? Wir sind auch Zwerge. Wir sind auf derselben Seite. In der Tat sehe ich aufrichtige Zwerge hier. Doch begleitet von Abschaum. Ich befreie euch davon. Ach ja? Und was willst du ausrichten, allein gegen acht? Du, komm her. Was? Bruderherz, was tust du? Boindil, Boindal, was ist los? Kommt zu euren Sinnen! Es ist nutzlos. Sie gehören mir. Jetzt stirb, Abschaum! Okay. Ich verstehe zwar nicht, was man machen. Besiegt die Zwerge. Aber besiegt die Zwerge. Ja, kann's nicht mehr lang!
Mach Schluss damit! Warum nicht? Schnell bin nicht mal ich! Hier raus, der Hammer! Moment, so. Moment! Was? Was kann der denn? Hä? Was gibt's? Was kannst du? Moin, Gil! Ich könnte hier mal deine Äxte gebrauchen! Ich kann nicht so schnell! Ja? Bin dabei! Aus. Ja, ja, doch, so. Gleich! Hier raus, der Hammer! Ich kann sie nicht aufhalten! So, komm, einmal noch. Abscheuliche Kreatur! Was war denn hier gerade los? Was ist das für eine Zwergin, Leute? Hä? Man kann die uns einfach so... Kaum, dass die unbekannte Zwergin bewusstlos zu Boden geht, erlischt ihre Macht über deine Kameraden. Ihr fesselt und knebelt sie, solange ihr nicht mehr über ihre unheimlichen Kräfte wisst. Das war... Ich hoffe, ich habe dich nicht verletzt, Gelehrter. Es war wie in einem Traum, aber auch nicht. Ich hörte ihre Stimme in meinem Kopf und obwohl ich es besser wusste, habe ich nur Orks gesehen, die mich angriffen. Ihr wart der Feind. Boindil geht zu der gefesselten Zwergin und gibt ihr einen leichten Tritt mit dem Stiefel. Das ist niemals ein Kind des Schmiedes, auch wenn sie so aussieht. Diese Gaben bei Vrakas, hier ist etwas Dunkles am Werk. Du kniest dich vor die Zwergin und legst deine Axt an ihren Hals. Mein Name ist Tungdil. Wenn ich dir den Knebel abnehme, wirst du uns dann einige Fragen beantworten. Die Gefesselte nickt und du ziehst ihr den Knebel aus dem Mund. Geralda ist mein Name. Wie es scheint, habe ich euch unterschätzt. Geralda, okay. Deine Kräfte. Ich habe noch nie von so etwas gehört. Ich auch nicht. Ich habe sie noch nicht lange, glaube ich. Wenn ich versuche, mich zu erinnern, dann sehe ich nur schwarzen Nebel und ich schmecke Eisen und Schlamm und da ist ein Alb, der... Haben die Albe dir diese Kräfte gegeben? Wenn ich versuche, mich zu erinnern, schmerzt es wie Nadeln in meinem Kopf. Ich bin Geralda Blutstein. Ich war... Du hast etwas von Abschaum gesagt, als du uns angegriffen hast. Hat Namora dir etwas getan? Sie nicht, aber ihresgleichen. Albe. Sie ist ein Mensch. Sie spielt die Albin nur im Theater. Im Theater? Zum ersten Mal schaut Geralda ohne hassverzerrten Ausdruck auf Namora. Sie muss sterben. Was bringt dich nach Vajon? Und woher kommst du? Ich war auf meinem Weg zu den Freien. Sie sollen mitten im geborgenen Land leben, ohne Stämme und ihre Gesetze. Die Freien? Du meinst Zwerge? Ja. Zwerge, die ihre Stämme verlassen haben. Freiwillig oder auch nicht. Nicht jeder hat einen Platz bei seinem Stamm. Unwillkürlich musst du daran denken, dass du kein Zweiter bist. Und auch die Vierten dich nicht willkommen heißen werden, nachdem du ihrem König Steine in den Weg gelegt hast. Glaub den Unsinn bloß nicht, Gelehrter. Das mit den Freien ist nur ein Märchen, das sich jene erzählen, die sich nicht an die Traditionen halten wollen. Schau dir an, was es Geralda gebracht hat. Geralda will etwas erwidern, hält sich dann aber zurück. Genug mit dem Gerede, sie ist gefährlich, wahrscheinlich verrückt. Sie hat uns angegriffen, wir sollten ihr ein Ende setzen. Man nennt so etwas Amnesie, Gedächtnisverlust, ein gerne verwendetes Mittel in Bühnenproduktionen. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist und sie vielleicht auch nicht. Wir können sie nicht einfach töten. Wir nehmen sie mit, ja. Komm. Sie ist zu gefährlich, um sie gehen zu lassen. Also nehmen wir sie mit. Nehmt ihr die Fesseln ab. Du erstickst jeden Protest im Keim und wendest dich an Geralda. Hör zu. Ich weiß nicht, was dir widerfahren ist, aber wir sind Zwerge und wir sollten uns nicht bekämpfen. Wir könnten deine Hilfe brauchen. Die Zwergin scheint von deiner Entscheidung genauso überrascht wie deine Gefährten. Ich danke. Ich begleite euch gern. Ich bin Geralda Blutstein aus dem Stamm der Vierten. Es tut mir leid, euch angegriffen zu haben. Es war ein Missverständnis. Du merkst, dass deine Entscheidung nicht jedem gefällt. Besonders Boindil und Namora wirken aufgebracht. Aber sie halten sich zurück und in leicht bedrückter Stimmung setzt ihr euren Weg fort. Jo, Level 10 ist die sogar.
Sehr schön. Etwas Neues. Zurücksetzen. Ach, hier können wir es aussuchen. Erdbeben, Gegner in der Gegner. Gegner. Betäubt. Oh, in Brand setzen, das ist immer gut. Sehr schön. So, dann wollen wir mal hier hin. Als ihr das hübsche Dorf mit den reich verzierten Häusern und dem Palandiel-Tempel im Zentrum betretet, seht ihr schon aus einiger Entfernung eine aufgebrachte Menschenmenge. Die Dorfbewohner bedrängen eine junge Frau, beschimpfen sie und schubsen sie zu Boden. Drängt sich dazwischen und den Mob. Entschlossen drückst du dich durch die Menschenmenge und baust dich vor den Dorfbewohnern auf. Was ist hier los? Ein Mann, gehüllt in ein reich verziertes Priestergewand, mustert dich. Palandiel sei mit euch, Herr Zwerg. Es geht euch zwar nichts an, aber diese Frau ist eine Diebin. Sie und ihre Handlanger haben die Kornspeicher des Klosters geleert und wollten uns unserem Schicksal überlassen. Das ist gelogen. Wir haben um Hilfe gebeten und diese Leute haben sie uns verwehrt. Ich bin zurückgekommen, um sie erneut zu erbitten. Welche Beweise habt ihr gegen diese Frau? Wir haben den Kornspeicher aufgebrochen vorgefunden. Fast ein Drittel unseres Saatguts und eine nicht unerhebliche Menge an Vorräten sind verschwunden. Und all das nur einen Tag, nachdem sie und ihre Leute hier herumgeschnüffelt haben. Das ist kein Beweis. Es könnte sich um einen Zufall handeln. Außerdem, warum sollte die Diebin zurück an den Tatort kommen? Der Priester mustert dich schweigend, während einige Dorfbewohner dir zu verstehen geben, Zwerge sollten sich aus ihren Angelegenheiten bitteschön raushalten. Erzähle, was geschehen ist. Die Dorfbewohner murren, doch der Priester lässt die Frau gewähren. Mein Name ist Tavia. Ich musste mit meiner Familie aus Tabain fliehen, als sich das Tote Land ausbreitete. Mein Mann, er... Wir mussten ihn zurücklassen. Der Schrecken in den Augen der Frau deutet darauf hin, was aus ihrem Mann geworden ist. Im Norden wollte uns niemand haben. Es gibt zu viele Flüchtlinge und jeder hat Angst. Königin Wei die Vierte hat jedem Land in Vajon angeboten, der hart dafür arbeiten will. Doch was sollen wir anbauen, wenn uns niemand Saatgut verkauft? Wir haben einen fairen Preis angeboten, doch Vater Malon... Sie wirft dem Priester einen vernichtenden Blick zu. Er wollte das Doppelte! Der Priester blickt kurz zu den aufgebrachten Dorfbewohnern hinüber. Dann erwidert er mit fester Stimme... Es war ein harter Winter und mit den zunehmenden Ork-Angriffen müssen wir zunächst einmal an uns denken. Auch wir können nicht jedem helfen. Die umstehenden Bauern murmeln zustimmend. Wenn ihr wollt, können wir die Angelegenheit untersuchen. Tut, was ihr tun müsst. Wir müssen uns um Wichtiges kümmern. Lass die Frau gehen. Der Priester schaut dich erstaunt an. Er ist es nicht gewohnt, Befehle zu erhalten. Noch bevor er etwas erwidern kann, trittst du einen Schritt an ihn heran und winkst ihn zu dir hinunter. Flüstern, wenn ihr die Frau gehen lasst, werdet ihr ihr folgen. Sie wird uns zur Beute führen. Wenn ihr euren Mund aufmacht, wird mein Begleiter dort ihn wieder schließen. Seht ihr den Zwerg mit den zwei Äxten? Er mag es nicht, wenn ein Mob möglicherweise Unschuldige lynchen will. Ihr solltet das bei eurer Antwort berücksichtigen. Der Priester wirft Boindil einen besorgten Blick zu. Schweißperlen bilden sich auf seiner Stirn. Doch so leicht lässt sich ein Priester Palandiels nicht einschüchtern. Ihr da, sperrt dieses Weibsbild im Wachhaus ein. Und ihr, Herr Zwerg, solltet unser Dorf verlassen. Guten Tag. Die Frau wird in ein gedrungenes Gebäude aus groben Feldsteinen gebracht. Die Versammlung löst sich langsam auf.
Ihr betretet das Haus der Wache und noch bevor die Wachen wissen, wie ihnen geschieht, haben Boindil und Boendal sie in ein freundliches Gespräch verwickelt. Vor den Blicken der Wachen abgeschirmt, kannst du ungestört einige Worte mit der Beschuldigten wechseln. Wo haben deine Leute das Saatgut und die Vorräte hingebracht? Ich weiß nichts von Saatgut oder Vorräten, außer dass wir beides gebrauchen könnten. Ich sage es euch, ich bin unschuldig. Okay. Wir werden nicht zulassen, dass euch jemand etwas antut. Aber wenn wir euch helfen sollen, müsst ihr uns die Wahrheit sagen. Die Frau blickt dir lange ins Gesicht. Dann lässt sie den Kopf sinken und als sie wieder aufblickt, hat sie Tränen in den Augen. Bitte, ich will nur zurück zu meiner Familie. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Tungdil? Du hast Mitleid mit der Frau. Du hebst die Hand, um den Mimen zum Schweigen zu bringen und nickst der Frau zu, sie solle weitererzählen. Wir haben nach Saatgut gefragt und waren voller Hoffnung, als wir den gut gefüllten Speicher sahen. Aber wir hätten nicht mit der Niedertracht der Leute hier gerechnet. Ein langsames Klatschen ertönt hinter dir, das irgendwie höhnisch klingt. Irritiert drehst du dich zu Rodario um. Bravo, meine Teuerste, mit Tränen und allem. Dein Pech, dass ein Meister der Schauspielkunst anwesend ist. Nichts von dem, was sie erzählt hat, entspricht der Wahrheit, Tungdil. Sie lügt und spielt uns etwas vor. Nicht untalentiert für einen Amateur. Du erwartest, dass die Frau alles abstreiten würde. Doch als sie ihre Verblüffung überwunden hat, spuckt sie dem Schauspieler ins Gesicht. Und wenn schon, ich würde es wieder tun. Die Leute hier haben mehr, als sie brauchen und meine Leute hungern. Ist das fair? Also haben sie die Leute... Raus mit der Sprache. Wo finden wir die Beute und deine Leute? Eher würde ich sterben, als euch das zu verraten. Die Frau blickt dir entschlossen ins Gesicht und keiner von euch wendet den Blick ab. Okay. Ihr lasst die Frau in ihrer Zelle zurück und geht zurück ins Dorf. Wir verlassen jetzt einfach das Städtchen, das ist mir zu doof mit dieser Frau. Ihr verbringt die Nacht vom Wind geschützt in einer Ruine und sitzt ums Lagerfeuer, als ihr auf die Bühnenvorstellung eurer neuen Begleiter zu sprechen kommt. Fingerfertigkeit, Geschwindigkeit, Alchemie und Schminke können Unglaubliches bewirken. Durch Letzteres verwandelt sich Namora auch in eine Albin. Mir sind auch deine Waffen aufgefallen, Namora. Ich habe solche Schwerter noch nie gesehen. Sie heißen Halbmond und Sonnenstrahl. Ich habe sie mir ausgedacht. Es hat lange gedauert, bis wir einen Schmied fanden, der sie anfertigen konnte. Sie sieht auch wirklich fast aus wie ein Spitzohr. Die Natur hat es nicht gut mit ihr gemeint. Für diese geistesabwesende Bemerkung erntet Boindil böse Blicke von Namora und Grinsen von den Männern. Vielleicht bin ich ja wirklich eine Albin und bringe euch heute Nacht einen Albtraum. Wundert euch nicht, wenn ihr schreiend erwacht. Für einen Moment scheint es, als würde sie mit der Dunkelheit verschmelzen. Aber als du blinzelst, ist alles wieder normal. Ihr Götter, ist sie nicht großartig in ihrer Rolle? Ihr könnt nicht anders, als Rodario zuzustimmen. Naja. Okay, Leute. Wir sind wieder nicht weit gekommen auf der Reise zu den Ersten. Erst die Frau, die uns hintergangen hat. Mann. Ich weiß, die Folge haben wir nicht wirklich viel geschafft, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben eine neue Zwergin-Kameradin gefunden. Mal gucken, was aus der wird. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Let's Play-Folge, die Zwerge. Und vielleicht gibt es nochmal wieder ein bisschen mehr Action. Ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.